Mit Pfeil und Bogen schießen können. Oder mit Gewehr. Das geht schon, aber nicht hier. Wo denn? Im Schützenverein. Was ist das denn? Dazu müssen wir eine kleine Reise machen. Kommt mit. Wow, das sieht aber schön aus. Und was ist das? Das ist eine Querflöte. Und die spiele ich beim Schützenfest. Machst du mal vor? Schießt du auch? Ja klar, da habe ich hier sogar ein paar Orden für. Einen Kopf und zwei Flügel. Wow. Wow. Kommt mit, ich zeige euch mal, wie das beim Schützenfest so abläuft. Woanders heißt das Kirmes, Rummel oder Jahrmarkt. Hier im Rheinland heißt das Schützenfest. Aber Schützenfest ist noch viel mehr. Seine Majestät Jürgen II. Erklärt uns, wie man Schützenkönig wird. Was wollt ihr eigentlich mit dem Schießgewehr? Wir wollen da den Holzvogel von runterholen, damit wir einen neuen Schützenkönig kriegen. Ein Schützenkönig heißt bei uns, man regiert ein Jahr lang. Die ganzen Schützen. Dafür ist das Gewehr da. Ist das schwer, was zu finden? Ja, ein bisschen Übung ist schon dazu und Glück. Das ist jetzt meiner. Der wird heute Nachmittag dran gemacht, wenn der neue König ausgeschossen worden ist. Da kommt mein Schloss da dran und der Schlüssel wird weggeschmissen. Ja. Der zweite Brudermeister Johannes Deussen erklärt uns, wie das Schießen funktioniert und dass alles ganz gefahrlos ist. Warum ist da denn so ein komisches Bändchen? Schießen ist natürlich ein schöner Sport, wo man sich viel konzentrieren muss und wo man gutes Auge braucht. Aber es ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Ne? Schießen ist ja auch in der Welt leider an manchen Stellen nicht als Sport ausgeübt, sondern werden Menschen getötet. Und damit hier nichts passiert, tun wir in die Gewehre, wenn keiner schießt, hier sowas rein, damit jeder sieht, deswegen hat das auch so eine Signalfarbe, dass jetzt nicht geschossen wird. Und deswegen dürfen wir überhaupt jetzt nur hier sein. Wenn hier jetzt geschossen worden werden würde, wenn die Munition drin ist, dann müssen wir außerhalb von diesem Sicherheitsbereich stehen. Da dürfen hier drin nur Leute stehen, die eine Schießleiterausbildung haben. Ja. Was, wenn man sich ganz doll freut und wenn man dann zum Beispiel aus Versehen hier hinschießt? Darf natürlich nicht passieren. Ne? Und guck mal, du kannst mir hier hinkommen. Trau dich mal. Versuch mal. Das ist festgemacht. Ne? Das ist auch wieder eine Frage der Sicherheit. Das kann nicht passieren. Das ist hier festgeschraubt. Hier sind dicke Schrauben drin, dicke Bolzen. Keiner kann das Gewehr in irgendeine Richtung drehen, wo es nicht hin darf. Da oben der weiße Kasten. Alle Schüsse, die geschossen werden, die kommen innerhalb von dieser weißen Linie an. Viel mehr kann man das nicht bewegen. Es kann nicht hier unten geschossen werden, es kann nicht aus dem Kasten rausgeschossen werden. Nur da oben kommen die Schüsse an. Und deswegen ist das Gewehr hier festgeschraubt. Und dann erzählt er uns, warum überhaupt Schützenfest gefeiert wird. Das hat alles was mit Tradition zu tun. Also mit dem, was früher so war. Wir spielen ja immer so ein bisschen die Verteidigung des Dorfes. Ne? Also die Schützen hatten im Mittelalter die Aufgabe, das Dorf zu verteidigen, die Raubritter. Und das sind ganz oft die Jäger, weil das natürlich früher dann die Jäger des Dorfes waren. Weil die hatten ja ein Gewehr, ne? um die Tiere zu schießen. Die haben natürlich dann auch in der Verteidigung geholfen. So, und heute spielen wir das in verschiedenen Zügen nach. Viele sind mit grüner Jacke unterwegs, das kennt man, das ist traditionell so. Und hier in Neuss gibt es auch die Tradition, in den Neusser Bruderschaften, in den Vereinen, dass man eine sogenannte historische Abteilung hat. Und da gibt es dann Sapeure, Husaren, Schildsche Offiziere und Weiße, viele mehr. Blaue. Okay.
Aber man kann auch schon als Kind mitmachen. Zeynep spricht mit dem Edelknabenkönig Lennart Fiske. Du bist ein echter König? Ja. Wie macht man das? Ja, ich habe auf den Hochstand geschossen. War das spannend? Ja. Hast du dich gefreut? Ja. Lang lebe König Lennart! Lang lebe König Lennart! Wie bist du eigentlich darauf gekommen, ein Schülerkönig zu werden? Ich wollte einfach den anderen beweisen, dass ich es drauf habe. Was muss man da drauf haben? Luftgewehr schießen. Gibt's auch Mädchen bei der Bruderschaft? Hier in Hackenbruch nicht. In Hackenbruch dürfen Mädchen und Frauen nicht schießen. Aber in Delrath und Tambuchor, da wo ich im Verein bin, können auch Mädchen und Frauen aktiv sein. Und dort kann man auch schießen. Auch in Dormagen dürfen Mädchen und Frauen schießen. Das geht, wenn sie kein Gewehr nehmen, sondern Pfeil und Bogen. Denn der Bürgerschützenverein Dormagen bietet auf seinem Gelände auch den Bogensport an. Da schauen wir uns auch mal um. Was machst du hier? Was soll ich hier machen oder was ich jetzt hier mache? Ich bin eigentlich hier, wie heißt das so schön, Abteilungsleiter von den Bogenschützen vom BSV Dormagen. Und wir machen hier das Bogenschießen. Wie alt muss man denn sein, hier anzufangen? Ja, um hier anzufangen, müsstet ihr schon mindestens 10 Jahre sein. Weil wir haben das früher gemacht, da waren die Kinder jünger, 7, 8. Und nach 20 Minuten hatten die keine Lust mehr und da war die Mama einkaufen. Und dann haben die sich hier rumgelümmelt, wussten nicht, was sie machen sollen. Also 10 Jahre sollte man schon sein. Auch die Bögen sind relativ stark für die Kinder schon. Weil man muss die auch ziehen können und von der Größe halt auch. Was hat das denn mit dem Schützenfest zu tun? Also Bogenschießen hat mit dem Schützenfest nichts zu tun. Wir sind eine Abteilung für uns alleine. Wir gehen auch nicht im Schützenfest mit. Ganz hinten die Scheibe, die da hinten siehst, ist 90 Meter weit weg. Und dann gibt es eine 70 Meter, 50 Meter und 30 Meter. Die werden so bei internationalen Turnieren geschossen, diese Distanzen. Und bei den Damen, die müssen nicht 90, die müssen nur 70 Meter schießen. Und dann schießt man da 144 Pfeile, 36 Pfeile auf jede Distanz. Also wir sind den ganzen Tag beschäftigt mit Schießen. Was ist das denn hier? Das ist unser Jagdparcours. Wir sind so ein paar 3D-Tiere aus Kunststoff. Oder hat auch jemand hier was gebastelt, so eine Fledermaus. Da schießt man dann nur drauf, aus verschiedenen Entfernungen, die man nicht weiß. Und muss einfach sehen, dass man die dann trifft halt. Ne? Das ist ist auch Carbonpfeile, also Holzoptik ist das, weißt du, das soll ja schön aussehen. Ich habe auch Holzpfeile. Der Ronald hat auch Holzpfeile, genau. So, guck mal, wie das geht. Wieder die abfetscht hier. Hat er ein Ding? Oder auf die Fledermäuse? Das ist nicht für den Monat. Ach, hinten auf das Reh. Nee, oder wo? Nee, ich weiß nicht, wo du hingeschossen hast. Ob du es triffst oder nicht, ist ja egal. Stopp! Da geht mal, wie schnell der Schuss kommt, wie. Utsch, guck mal. Toll, oder? Die Schlange mal. Oder die Schlange. Guck mal. Und hier auf die Schlange. Utsch, siehst du? Hier. Da ist ein kleines Tier drauf. Ne? Ja. Hier kommen die Bäume, die sind am Herzen. Ist ein Blechding und nur in der Mitte ist eine Trefferzone. Und wenn die überall gegenknallen, dann macht der Pfeil knackt, sind die meisten kaputt, die meisten Pfeile, die da treffen. Und deswegen haben wir den pfeilfressenden Geier genannt. Eine Spinne, eine Kreuzspinne. Hier sind voll viel Ameisen. Er ist ganz, ganz sauer. Das ist doch eine Maschine, kein Bogen. Nee, das ist auch ein Bogen, aber der ist etwas moderner als die traditionellen Formen wie der Langbogen oder so. Der hat halt etwas mehr Technik da dran. Schießen kann so viel Spaß machen. Jungen und Alten, Jungen und Mädchen. Und Schießen ist völlig ungefährlich, wenn man es in einem Verein macht.